Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Brewpub Simulator. Keine Sorge, wir setzen natürlich unsere Braukunst hier weiter fort. Die erste hat schon ein bisschen Sorge, dass das Projekt jetzt bald dem Ende sich nähert. Aber hallo, wir haben ja noch nicht mal Mitarbeiter eingestellt. Nee, unsere Brauerkarriere, die ist noch... Wir sind doch ein aufgehender Stern aktuell. Wir wollen ja noch ganz nach oben, ja? So, wenn ich mich recht entsinne, haben wir ja beim letzten Mal hier ein Bierchen reingetan. Ja, oh, was ist mit dem Schatten hier los? Irgendwie... Wirft er einen Schatten? Kommt er von da? Weiß ich nicht so genau. Ist aber egal. Auf jeden Fall haben wir das Missionsbier hier reingestellt, nachdem wir die erste Hälfte davon einfach hier selber vertökert haben. Richtig clever. Moin. Guten Tag. Du, hier ist ein sehr breiter Gehweg. Also sie müssen hier nicht am Rand laufen. Da ist auch eine Bank im Weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, alles klar. Okay. Das läuft ja bei ihnen. Das ist ja... Ja, da gehen sie durch alles durch, ne? Das ist respekteinflößend. Ja, gönnen sie sich, ne? Ja, tschüss, ne? Reingehauen. Oh, ach du, der Mülleimer... Oh je, naja, er macht das schon. Keine Ahnung, das ist ein dicker, breiter Gehweg, aber man kann natürlich auch hier langlaufen. Oh, I don't know why. Ja, dann an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare wieder. Ich habe mich natürlich gerade in Vorbereitung wieder einmal durchgearbeitet und möchte jetzt mal hervorheben. Einmal vielen lieben Dank an den guten Jens, der mich aufgeklärt hat, was die Nummern angeht. Und zwar gelegentlich kommt ja ein Kunde rein und sagt, ich hätte gerne die Nummer 1. Und ich ginge dann davon aus, es ist einfach hier die Nummer 1 des Zapfhahns, ne? Das ist aber wohl nicht wirklich so, denn die Nummern entsprechen hier der, also vermutlich, der Karte hier oben. Jetzt gerade passt das. Also jetzt momentan haben wir den Barry Fox auf 1, den Ranze Fuchs auf 2 und Black Ale auf 3 und das passt auch hier. Gelegentlich, wenn aber ein Bier leer geht, dann passt das nicht mehr zusammen. Dann ist die 1 auf einmal die 2 und dann kommt ja, je nachdem wann ein Kunde reingekommen ist, der Kunde manchmal noch an und sagt, ich hätte gerne das Bier Nummer 0, wenn ich fieserweise während eines Abends ein Bier abziehe und da oben entferne. Und ein Kunde ist aber schon drin, der das haben wollte, dann dreht das Spiel ja ein bisschen durch und sagt, ich hätte gerne Bier Nummer 0. Was soll denn das denn sein, ne? Und deswegen müssen wir uns ein bisschen abstimmen auf die Karte da oben. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich auf jeden Fall noch verwirrter. Danke Jens auf jeden Fall für die Aufklärung. Wird super. Ich habe ein gutes Gefühl. Dann Grüße erstmal an Moritz plus Anhang an die Ostsee. Hier ist nämlich auch noch was aufgefallen. Und zwar hat man ja gesehen, wenn ich manchmal ein Bier vorgezapft habe oder eins blieb vom vorherigen Abend über, dann habe ich das ja stumpf am nächsten Abend einfach irgendeinem Kunden reingeballert. Dann kam die Idee auf, du Fuchs, wie wäre das denn, wenn du vor dem Abend einfach mal 2 Biere probezapfst oder ein paar Biere schon mal vorbereitest, um den Druck ein bisschen vom Kessel runterzunehmen. Und das ist eine richtig gute Idee. Problematik bei mir ist einfach nur, ich würde sofort vergessen, welches Bier welches ist. Deswegen könnte man sagen, wir könnten pro Zapfhahn 2 vorbereiten und die da hinstellen. Jeweils. Dann sind die ja unter dem Zapfhahn, dann weiß ich Bescheid. Dann wird das Ganze ein bisschen schneller gehen. Man kennt das ja auch, der ein oder andere war ja vielleicht schon mal auf einem Dorffest oder sowas. In den Bierwagen ist das ja auch so, oder auch, keine Ahnung, Wacken oder so großen Festivals, dass die gelegentlich dann schon mal ein bisschen vorzapfen, damit halt der Verkauf schneller geht. Und ich würde sagen, wir werden das auch mal versuchen. Oh, warte mal, erstmal noch nicht, weil ich wollte gucken, ob wir noch Bier brauen müssen. Ich glaube, wir müssen erst noch brauen, ne? Genau, hier ist ein Eimer am fertig werden. Bedeutet für uns, wir müssen jetzt erstmal wieder 2 Bierchen brauen, bevor wir dann weitermachen. Denn hier ist... Ja, es ist noch genug da, aber wir sollten auf jeden Fall schon mal wieder in Produktion gehen. Und ich würde vorschlagen, machen wir mal das Tablet auf. Wir machen uns... Was ist denn das da? Ein Hazy IPA. Für alle, die weniger bittere IPAs mögen, auch als New England IPA bekannt. Haben wir noch nie gemacht, würde ich sagen, machen wir doch direkt mal. Schwer. Oh, da würde ich mich mal dran wagen, ne? Holy shit. Wir machen auch gleich eine große Charge. Wir brauchen auf jeden Fall leichten Malzextrakt. 2 kommen erstmal ein Rezept an, Pinbums. Lass mal ruhig was Schweres machen, warum auch nicht? Also, leichter Malzextrakt 2,8 brauchen wir. Habe ich eingekauft? Haben wir. Da brauchen wir eine Menge Hopfen. Ich muss mal schauen, ob wir davon noch genug haben. Wir brauchen Citra-Hopfen. 25 Gramm. Ja, haben wir gerade noch so. Dann Simcoe-Hopfen. 20 Gramm. Auch noch da. Magnum-Hopfen. 10. Ja, haut auch gerade noch so hin. Und Hefe für Ale-Biere. Haut auch noch hin. Ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Komm, das machen wir jetzt mal. Fangen wir doch mal munter an. Wir brauchen einmal 11 Liter Wasser. Da ist auch, fängt ja erstmal einfach an. Erstmal ein bisschen Wasser in den Topf rein, da kriegen wir hin. Da sind wir schon geübt drin. Oh, genau 11 bitte, wenn es geht. Noch einen kleinen Spritzer noch. Ja, das passt wohl. Sehr schön. Uhr. Töpfchen bitte in die Mitte. Wir machen mal die goldene Mitte.
Stell den Topf auf den Herd. Gib 2,8 Liter leichten Malzextrakt in den Topf. Das kriegen wir hin. Das sieht aus bei mir. Ich könnte langsam mal ein paar Regale oder sowas brauchen, ne? Leichter Malzextrakt. Da habe ich ja wohl die letzten Male ein bisschen verkackt. Grüße gehen raus. So, 1,5, dann ist hier auch Ende, ne? Ja, das Ding ist alle. Blub. Die mahne da echt mal größere Verpackungsgrößen. Also so 2 Liter wäre schon irgendwie angenehm. 2,8 will er haben, ja? Wir sind jetzt bei 1,5. 2, 5, 6, 7, 8. Okay, haben wir drin. Haben wir drin. Haben wir drin. Den Rest packen wir mal dahin. Dann 4 Gramm Magnum Hopfen zu der Mischung. Das wird sich darauf auswirken, wie bitter das Bier ist. Also 4 Gramm Magnum Hopfen. Hier keine Scheiße bauen, Fuchs, ne? Ubala. Du sollst das da reinschütten und nicht daneben stellen. 4 Gramm Magnum Hopfen. Habt ihr ein gutes Gefühl? 1, 2, 3, 4. Okay. Dann. Schalte den Herd ein und lasse die Mischung kochen. Nachdem es 20 Minuten gekocht hat, gib 6 Gramm Magnum Hopfen dazu. Nachdem es noch. Oh, okay. Okay, also wir schalten jetzt mal ein, lassen das kochen. Nachdem das dann 20 Minuten gekocht hat, gib 6 Gramm Magnum Hopfen dazu. Nachdem es 20 gekocht hat, nochmal 6 Gramm. Zieh drauf. Okay, jetzt wird spannend. Nach 20 Minuten 6 Gramm Magnum Hopfen. Neun. Wir können jetzt anfangen. Okay. 5 und 1. Okay. So. Dann nach weiteren 20 Minuten 6 Gramm Citra-Hopfen. Das wäre dann bei 40. Oh, jetzt. 5, 1. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt warten wir weitere 20 Minuten. Und schalten es dann aus. Das ist richtig anstrengend. Zack, 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 zack. Und aus. Okay, ausschalten. Warten, bis das Ganze abgekühlt ist auf 21 Grad. Dann geben wir 20 Gramm Simcoe-Hopfen hinzu. Einmal bitte abkühlen. Dankeschön. Auch mal ein richtig schwieriges Bier hier mal. Man muss auch mal sich ein bisschen steigern, ne? So. Jetzt ist Simcoe-Hopfen 20 Gramm. Danke. Dann Citra-Hopfen 20 Gramm. Da habe ich nur noch 19. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Gut, machen wir erstmal die 19. 10, 5. 1 Gramm Citra-Hopfen brauchen wir noch. Nö. Hab ich leider nichts mehr. Ah, wir scheißen auf das eine Gramm, oder? Nein, machen wir nicht. Wir können nicht auf das eine Scheiß. Auf das eine Gramm scheißen. Da. Vorräte. Ich brauche bitte Citra-Hopfen. Wo ist er denn? Da, bitte ordern. Danke. Zum Glück geht das so schnell. Das ist gar kein Thema. Moin. So. 1 Gramm Citra-Hopfen noch eben rein. Kein Tee mehr. Die stellen wir lieber erstmal wieder dahin. Dankeschön. Citra. Bitte die Schüttung einleiten. 1 Gramm. Danke. So, dann 10 Milliliter Hefe für Ale-Biere. Ist ja kein Thema. Und dann schütten wir das Ganze in den Gärbehälter und gib ihm. Deckel auf, Schüttung einleiten. Bitte nichts daneben schütten, das wäre reizend, ne? So, wunderbar. Okay, Deckel drauf. Und schön da hinten hin. So, stell mal ab. Dankeschön. So. Ich würde sagen, wir starten direkt die nächste Produktion. Lass mal ins Tablet gehen. Was haben wir denn noch an Bierrezepten? Dann haben wir hier noch einen Imperial Stout.
Stout. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Amerikanisches Schokoladenmalz. Haben wir das überhaupt? Was habe ich da hinten? Doch, haben wir. Da haben wir auch immer noch 4,8 Kilo. Machen wir ein schönes Stout noch eben. Komm. Lass uns Stout machen. Hier. Imperial Stout. Chargengröße passt. Gib ihm. Bump. Hashtag Gönnung. Ihr könnt mir auf jeden Fall wieder in die Kommentare rein, ob ich mir das verkacke. Letzte Woche habe ich ja mal 2 Biere verschissen. Aber heute gebe ich mir wirklich Mühe. Ich bin ja komplett erholt. Alles tutti. 11 Liter gehen rein. Ich habe da, wie gesagt, ein sehr gutes Gefühl. Ach, guck mal. Na gut, ein bisschen drüber. Ist leicht verwässert, aber das kocht sich raus. Keine Sorge. Also, 11 Liter Wasser, stelle den Topf auf den Herd. Dann 3,6 Liter leichter Malzextrakt. 3,6 Liter. Holy shit. Okay. Dann hauen wir erstmal die 200 Milliliter rein, die wir noch haben. Dann ist das ja auch schon wieder durch. 3,6. Viel zu teuer. Machen wir bald nicht nochmal so ein Bier. Das ist zu teuer. Das ist ja richtig irre. So, dann kann das Ding komplett rein. 3,6. Ihr seid ja irre. Düt, 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 düt. Wo sind wir jetzt? 7. Oh, Gottes Willen. So viel Malzextrakt. 3,6. So, warte. 2. Nee. Kopfrechnen schwach, ne? Bin so richtig Generation Taschenrechner, ohne Scheiß. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber es ist, wie es ist. Dann gibt 270 Gramm amerikanisches Schokoladenmalz in den Topf. Das kriegen wir hin. 270 Gramm. Wie hab ich jetzt rein... Aha. Wie viel hab ich jetzt rausgeholt? Okay, da. 200. 100. 200. Und jetzt 70. 50. 60. 70. Dann 24 Gramm Magnum-Hopfen zu der Mischung. Ja, habe ich noch welchen? Nö, müssen wir kaufen. Magnum-Hopfen. Upp, einmal rein. Ich kaufe jetzt, glaube ich, wirklich nur noch das, was wir brauchen. Das, glaube ich, wirtschaftlich gesehen einfach irgendwie sinniger, oder? So, geht mal her. Danke. Guten Abend, hallo. So. Düdüdüdüdü. Okay, also 24 Gramm. 1, 2 haben wir schon mal drin. 2 Gramm Magnum-Hopfen und dann geht das hier weiter. 2, 3, 4 und dann nochmal 20 hinterher, ne? Ja, 24. 10, 20. Nice. Nice. Dann 8 Gramm Skate-Hopfen. Ja, wunderbar. Das kriegen wir hin. 5, 6, 7, 8. So, schaltet den Herd ein und kocht es 60 Minuten. Damit kann man arbeiten, das mega einfach halten. Einfach jetzt chillen, warten, bis das Ding 60 Minuten gekocht hat. Dann auf 21 Grad abkühlen lassen und dann 10 Milliliter Hefe für Ale-Biere. Haben wir noch genug von am Start? Hier ist alles super hier. Das ist auch alles super gelagert und so. Da passiert nichts. Das ist hundertprozentig. Da müsst ihr mir vertrauen. Ich braue hier nur nach deutschem Reinheitsgebot und es ist alles klinisch rein hier. Ne? Wirklich. Also ich bin niemand, der seine Krallen irgendwie jetzt direkt am Herd knipsen würde, während das Zeug am Kochen ist, ne? Oder ähnliches. Das mache ich nicht. Ne? Oder so die Nase schneuzt und sowas. Das mache ich nicht. Nee, nee. Bisschen ausspucken oder so. Mm-mm. Passiert nicht. So, wie sieht's denn aus hier? Wir nähern uns. Ach, schön. Bam, bam, bam. Irgendwie ist dieser Wechsel auch so von mach dein eigenes Bier, verkaufe es. Das, wir hatten ja schon mal diesen Brewmeister-Simulator. Der war schon cool, weil der halt wirklich, was den Realismus gerade anging, richtig durchgedreht ist. Also das war wirklich, auch mit den ganzen Büchern, da muss ich halt wirklich sagen, wer sich für Braukunst interessiert, dieser Brewmaster-Simulator, das war wirklich gut. Also,
Wirklich. Da gab es auch so viel Background-Informationen über den Brauprozess und über die verschiedenen Biere und so. Aber da fehlte mir wirklich dieses Verkaufen. Man hat halt nur sein Bier dann eingereicht und dann war das weg. Hier dieses selber eine Kneipe haben, wo man dann auch noch ein bisschen einrichten kann und so weiter. Das holt mich irgendwie noch ein bisschen mehr ab. Das ist eigentlich wirklich ganz witzig. So, nun eben noch 10 Milliliter für Ale-Biere da reinballern. Bams. Und dann kann das Ganze in den Gärbehälter. Wie ihr sie vielleicht seht, bin ich aktuell mal ein bisschen dabei, ohne Farben zu arbeiten. Einfach mal wieder plaines, normales Bier. Ohne Farbstoff erstmal, ne? Aber da arbeiten wir. Demnächst kommen wieder Farben ins Spiel. Ich will mal die natürlichen Farbgebungen. Ey, 15 Liter immerhin. Die natürlichen Farbgebungen meiner Biere möchte ich auch gerne mal wieder zur Geltung bringen lassen. Denn die sind auch naturell schon wunderschön. So, nächstes Bier, das vor sich hinreifen kann. 3 Tage, Alter. Dann nehmen wir den da. Und ich will sammeln mal ein drittes, komm. Lass mal einfach machen. Wenn wir eh gerade dabei sind, lass durchziehen. Was haben wir noch? Da war doch noch was Neues, oder? West Coast IPA könnten wir noch mal machen. Lass uns das noch machen. Oh, Alter, was geht hier denn wieder ab? Das war auch so viel Zeug drin und das war wieder so teuer. Egal. Upp. Egal. Ich glaube, dann können wir von allen Hopfensorten nochmal wieder einkaufen. Amarillo habe ich nur 30. Das würde noch gehen. Simcoe 10. Ja, komm, können wir einfach einkaufen. Machen wir dicken Einkauf. Vorräte. Hopfensorten. Warum ist da nur Cascade-Hopfen? Ich bin dumm. Ich muss doch in den Shop gehen, ne? Soll helfen, habe ich mir sagen lassen. So, dann lass mal kaufen. Wir nehmen einmal den. Einmal den. Einmal den. Einmal den. Und einmal den. Dann haben wir wieder alles. Malz können wir auch nochmal zweimal mitnehmen. Jo, passt. Biermalt. Weißer Weizen. War auch noch gar nicht benutzt, ne? Muss auf jeden Fall noch ein bisschen experimentieren mit den ganzen Aromen und so. Bitte einmal rauslooten, dankeschön. Ja, so viel Stuff. Los geht's. So, die letzte Runde, danach wird erstmal wieder verkauft. Also, heute war mal so eine richtige Brauerfolge, oder? War mal richtig einfach nur gebraut. Wir sind noch nicht mal fertig. So, 11 Liter Wasser wieder. Ich hoffe, ich schaffe auch das dritte Bier, ohne es zu verkacken. Schauen wir mal. So, ein bisschen noch, ein Spritzer hin, ja. Ja, ein bisschen drüber, aber die 0,2 Milliliter, das merkt auch keiner mehr, ne? So, 3,1 leichter Malzextrakt. Verrückt, Leute. Oh, hier ist noch mehr. Also noch 1,4 schon offen. Oh, Gottes Willen, dann muss ich mal weg. So, 1,4 schon mal drin, ey. Ups. Wie viel haben wir hier noch? Da steht nämlich noch mehr Malzextrakt rum. 1,1, das ist, ja. Man sollte auch mal vielleicht verwenden, was man so angefangen hat, ne? Das kann auch komplett weg. Sind wir schon bei 2,5. Guck dir das an. Du hast die Augen aufgehalten. Steht hier noch mehr Malzextrakt irgendwo rum? Ich sollte mal ein bisschen mehr Ordnung hier reinbringen. Aber, ne? So ein bisschen Chaos ist auch schön. So, dann einmal nochmal 500. Und dann nochmal 100. Fertig. Easy, Leute. So, dahin. Dann brauchen wir 28 Gramm Magnum-Hopfen. Magnum. Wow, also das ist ja eine Punktlandung. Habe ich genau nur 28 von da. Das ist ja perfekt. 10, 20, 5. Perfekt. 28 Gramm Magnum-Hopfen. So, bevor wir das Ding jetzt zum Kochen bringen, muss ich sagen, in wenigen Sekunden ist diese Folge zu Ende. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen, muggeligen, ganz gemütlichen, kurzen, einleitenden Break zur Pause. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Da hören wir jetzt auch hier. Guck mal, da ist er. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Wir werden eben das Bierchen zu Ende brauen und dann geht's auch mal wieder in einen schönen Schenkenabend über. Ich freue mich schon. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.